einigen Jahren verstarb eine gute Freundin, ich rief sie mit ihrem Namen Elke Dvorak und sie antwortete in ihrer Originalstimme ganz hell: Das ist der Hartmut. Ich rufe Elke Dvorak. Ich rufe Elke Dvorak. Ich rufe Elke Dvorak. Ich rufe Elke Dvorak. Hier eine Aussage in einem gebrochenen Deutsch. Danach müssen du dich reinigen. Ja, wieder eine Lebensaufgabe. Der Hartmut soll den Alten helfen. Die Welt wird nicht sterben. Die nachfolgende Frage kann ich ohne weiteres mit Ja beantworten. Sie lautet: Hat die Grenze dich verändert? Meine gesamte Sichtweise, mein Bewusstsein hat sich verändert, seitdem es die Transkommunikation in meinem Leben gibt. Immer wieder taucht der Begriff Grenze auf. Hier auch wieder: Wir haben die Grenzen verändert. Die nächste Stimme sagt: In Darmstadt ist jemand der Bibel. Das Ende kann man leider nicht genau verstehen, aber ich habe in Darmstadt eine Zeit lang gearbeitet und ich habe einen Bezug zu Darmstadt. Ich kann allerdings nicht hören, was am Ende dieser Stimme kommt. Eine Stimme meldet sich mit: Ich werde mal den Vorsitz melden. Hartmut, hier ist. Und dann langgezogen: Jürgensson.
gut für uns zu wissen. Wir haben Antworten. Hier wieder eine Aussage, deren Bedeutung mir nicht ganz klar ist. Warum fragt Hartmut die Kombination der Menschen? Wir sind soweit und Technik jetzt erfindet, wobei mit Technik nicht unbedingt die Technik im herkömmlichen Sinn gemeint sein kann, sondern einfach die Technik mit der anderen Dimension zu sprechen. Edith hat gerufen. Paul ist bei uns. Der Segen ist heute. Der Mensch hat, wird das Gute kommen. Zur Erde, wir kommen. Heute tu das wegen morgen. Heute geht fort nach Frankfurt. Luft, das wird nicht angenehm.
Noch in der Schule. Hartmut, wir kämpfen. Zeigen wir deinem Vater das Licht. Wir rufen hier im Ganzen recht freundlich Tante Martha. Hallo meine lieben Freunde. Hallo meine lieben Freunde. Hallo meine lieben Freunde. Hallo meine lieben Freunde. Wir gehen zu dem Planet Erde zum Lernen. Hartmut, der wird nicht fertig ohne Vater. Hilft den alten Menschen. Sie klonen die meisten dieser Menschen. Wir sind im Mars-Orbiter. Formen Energie. Eine männliche Stimme fragt: Wo hat sie die Schmerzen? Darauf eine weibliche Stimme: Im Handgelenk. Mit etwas kölschem Dialekt aus dem Internet wird Peter geboren. Der
Unsere Sternengeschwister nennen uns oft Erdlinge. Hier die Meldung: Erdlinge-Achsen bringen Abbruchmeldung weiter. Hier ein Beweis für mehrere Welten. Hör ich meine Welt wie diese noch vor Mittag? Der Mensch vor einem Sternenhimmel weint. Die nächste Stimme legt die Vermutung nahe, dass es mehrere Schicksale gibt, die für jeden Menschen zur Verfügung stehen. Sie sagt: Na, Hartmut hat jetzt Schicksale für dich gesät. Sie muss lernen. Sag mir, wer ist nur Sternbild, Sichtstärke niemand. Es ist ziemlich schnell gesprochen. E-Bus Richtung Hörweltinsel. E-Bus Richtung Hörweltinsel. E-Bus Richtung Hörweltinsel. E-Bus Richtung Hörweltinsel. E-Bus Richtung. Der nächste Kommentar lässt ein seltsames Gefühl hochkommen. Er sagt: Einlade können wir sie nicht. Ja, auch dafür würde ich mir gerne noch ein wenig Zeit nehmen, hier auf dieser Ebene. Die Stimme sagt: Folgst dem Vater. Folgst dem Vater. Folgst dem Vater. Folgst dem Vater. Auch eine Meinung zu Gott: Für mich ist Gott Mittelsmann. Für mich ist Gott die Luft an. Ziemliches Rauchen, die Luft an.
Auch auf der anderen Ebene fällt das Loslassen zeitweilig schwer. Werde von Heimweh gepeinigt. Die andere Seite erkundigt sich nach Kontaktaufnahme, indem sie fragt: Ist der Draht zu uns offen, Hartmut? Leider eine sehr pessimistische Aussage. Marie ist wieder verliebt, hat ja keinen Wert. Nachricht erbeten. Wieder eine Bestätigung, dass es keinen Tod gibt. Wir müssen nicht sterben. Ich glaube, das hat die andere Dimension getan. Den Hartmut entdecken. Ob es tatsächlich meine Bestimmung ist? Ihre Bestimmung werdet reisen. Sterne siehst du doch bei mir, Helmut. Friedrich hier. Friedrich Jürgen. Eine Stimme aus der anderen Welt, die ihren Leidensdruck rüberbringt. Hartmut, ich suche nach Hilfe. Friedrich Jürgenson meldet sich aus dem Jenseits. Friedrich Jürgenson. Er nennt seinen Namen. Thank you.
Eine Antwort auf die Frage, gibt es Leben im All? Leben im All. Die Frage ist, kennst du deinen Vater? Wir sind doch Sternenmenschen. Die Plejaden sind ihr Volk. Ich wollte sie immer heiraten. In der nachfolgenden Wassereinspielung, die mit einem neuen Brunnen gemacht worden ist, wurde eine Aufnahme hochgesampelt und ganz viele Stimmen wurden im Nachhinein entdeckt. So, wir retten durch sie die Menschheit. Oder wir können beginnen. Oder. Hören Sie selbst. Hallo meine lieben Freunde. Ich lausche nun euren Worten bei einer Wassereinspielung. Wie gefällt euch der neue Brunnen? Vielen Dank. Hallo meine lieben Freunde. Ich lausche nun euren Worten bei einer Wassereinspielung. Wie gefällt euch der neue Brunnen?
Vielen Dank. Hallo meine lieben Freunde. Ich lausche nun euren Worten bei einer Wassereinspielung. Wie gefällt euch der neue Brunnen? Vielen Dank. Hallo meine lieben Freunde. Ich lausche nun euren Worten bei einer Wassereinspielung. Wie gefällt euch der neue Brunnen? Auszug aus der vorgenannt gesampelten Wassereinspielung Wir sind deine Freunde. In dem folgenden Beispiel mag ich die Stimme von Klaus Schreiber zu erkennen. Er sagt, einen Durchbruch erzielt. Doch mehr als Adam und Eva, es gab sieben Siedler. Aus der gesampelten Wassereinspielung Die Menschen retten. Wie bereits erwähnt, aus der gesampelten Wassereinspielung, hier isoliert, wir retten durch sie die Menschheit.
Ebenfalls isoliert aus der gesampelten Wassereinspielung Wir können beginnen. In der nachfolgenden Aufnahme heißt es, wünscht dir dein Papi, Dinge hört ihr mich. Warum wir hier als Dinge bezeichnet werden, ist mir allerdings schleierhaft. Nachfolgend hört man, hörst dein Vater, er wird dich empfangen. Sie werden vor dir alt. So außen wie innen, Hartmut. Hier eine sehr schöne Aussage von drüben. Wir versuchen immer, Jesus zu finden, nicht aufgeben, immer. Auch andere Spezies gibt es, die Schöpfern dienen. Die Aussage, auch wir dienen Schöpfern. Die Welt des Diesseits und des Jenseits sind verbunden. Hier sprichst du mit der Welt der Toten, der Herkunft deiner Seele, so lautet die nachfolgende Stimme. Eine Einspielung mit unserer Sekbraha-Gruppe. Ich vermute ebenfalls wieder, hier spricht Klaus Schreiber in seinem typischen Dialekt. Wen erwarten Sie, Jo, 1000 anzuliefern? Wenn wir auf Sendung sind. Mein Vater
der 2000 begraben worden ist, mit Vornamen Paul, hier eine Stimme. Seit dem Begräbnis Paul sind im Kreidefelsen. Hartmut, die machen jetzt einen Abdruck über die Erde. Weiter soweit, Hartmut danken. Willst du dir bieten ansehen, Hartmut? Wird er Jesus berühren? Bald hören Sie die Einspielung am Gerät.